Bei Mobilität ist ein Sujet zu denken, weil alle guten als Bürger sich hier wollen bewegen, fortbewegen. Und ich meine, Tidling auch ein Stadt das von den kurzen Wehen. Ich meine, dafür ist die Mobilität auch in der Stadt Tidling wichtig. Und natürlich auch zu gucken, welche Formen von Mobilität in heute Tidling kann promovieren, neben dem Individualverkehr, aber auch den Kollektivtransporter mobilisieren, respektive aber auch den Velo. Ich meine, da gibt es ein ganz Rutsch. Wir haben resolut als Gemeinschaft für Jahren sind wir Member vom TIS. Das ist natürlich ein ganz starker Akzent, ein ganz großer Stellenwert auf den öffentlichen Transport. Das heißt, auf den Bus. Wir müssen wissen, dass wir heute zu Diddling vier Linien haben: ein Regionallinien von Esch auf Diddling und noch drei Citybus-Linien, die dementsprechend auch aus verschiedenen Quartieren deservieren und dementsprechend aber auch probieren. Am Kader von der Promotion vom öffentlichen Transport, aber auch die Feierlinien, die wir haben, natürlich auch und den anderen öffentlichen Transport, das ist sehr well, den Zug unzubannen über den Takt, Viertelstundentakt Regionallinien, Halbstundentakt Citybuslinien. Was auch noch einen ganz wichtigen Stellenwert ist beim öffentlichen Transport an der Gemeinde, dass wir auch regelmäßig mit unseren französischen Kollegen von der Communauté des Communes von Cattenom zusammenkommen, weil auch hier am Kader von einem Échange transfrontalier Überlegungen gemäht gehen, mit der Diddlinger Gemeinde zusammen und mit den nordischen Gemeinden von Diddling und mit unseren französischen Partnern, wie wir auch Mobilität am Niveau von Transfrontalier besser können agencieren. Das ist auch hier am Anfang gucken, wer auch die französische Seite von Apore kann bringen, weil wir wissen, dass über 150.000 Leute all der auf Lützburg arbeiten kommen. Davon sind gut 80.000 Frontalien, also Franzosen, die auf Lützburg kommen. Wie gesagt, Diddling ist für ein Stadt von der kurzen Wehe. Und wir probieren das auch alles, was zu Fuß gehen oder man will vor, probieren wir auch zu promovieren. Sehen wir, das ist auch möglich. Also wir wissen natürlich, dass auch notamment, was den Velo anbelangt. Diddling keine ideale Topografie hat, wir können Velo zu fahren. Und aber haben wir in den letzten Jahren auch ein Rutsch Initiativen geholfen, Velosphäre anzuziehen. Sie haben einerseits durch den Quartier Brill, aber auch auf den Staatsstraßen, die auch dementsprechend Sicherheitstrassen angezeichnet haben für den Velo. Ich meine, du hast ganz klar den öffentlichen Transport eine Alternative für einerseits sicher. Männer gestresst, ob der Arbeit zu kommen, sind die Placements können zu machen. Und ich meine, wir als Stadt Diddling mit unseren Regionallinien, die wir haben, mit unseren Citybuslinien, mit der CRL, die auf Betbusch respektive an die Stadt fährt. Mensch, können wir dazu beitragen, dass als Anwohner sich sicher können deplacieren an einem ganz agreablen Takt für hier die Placements.